Hallo und herzlich willkommen zurück zu CatQuest. Wir machen jetzt hier mit der Quest weiter, auf dass wir bald das Fliegen gelernt haben, hoffentlich, damit wir dann auch die nächsten Drachen angehen können. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Der Drachenflug, das ist auch, passt auch wunderbar vom Level, gibt auch nochmal einen Batzen XP, dann starten wir damit doch direkt. Du hast doch den Edelstein, nicht? Ich muss nicht länger im Busch sein. Vielleicht kann er uns endlich das Fliegen beibringen. Es ist so vollkommen, so vollkommen aufregend, genau, woll. Vollkommen. Du gibst den Edelstein zurück. Meine Erinnerung, sie kommt zurück. Heilige Katzen! Ich erinnere mich jetzt an alles, all die Schmerzen, der ganze Verlust. All das Leid. Du machst uns Angst? Die Drachen besuchten diese Welt einst vor langer Zeit. Sie hatten große magische Kräfte. Die alten Meister bettelten darum, von ihnen zu lernen. Die Drachen waren wohlwollend. Sie haben ihre Magie geteilt. Im Gegenzug haben die alten Meister versprochen, den Drachen in Notzeiten zu helfen. So, wir müssen jetzt erstmal an dir hier vorbei. Aber ich würde sagen, wir machen dich hier auch erst noch platt, damit du uns nicht auf die Nerven gehst. Jahre später kehren die Drachen zurück, um Zuflucht zu finden, da ihre eigene Welt gefährlich war. Gefährlich oder eher gefährdet? Weißt du, was passiert ist? Ich kann's mir denken. Die wollten die da nicht haben. Der Drachenkrieg. Meine Macht wurde mir genommen und ich war hier jahrhundertelang gefangen. Doch am schlimmsten, ihr Drachenblüter habt meine Brüder getötet. Oh, Fellknäuel, das ist nicht gut. Lauf! Hilfe, ich lauf gleich. Ich will erst lesen, was da oben steht. Vor langer Zeit verwüsteten Drachen die Lande. Nur Katzen, die als Drachenblut bezeichnet wurden, konnten sie besiegen. Doch plötzlich verschwanden sie und wurden nie wieder gesehen. Ja, du hast die Nachricht bestimmt schon. Ja, gibt's bestimmt noch andere. Und so. Uiuiui, jetzt kämpfen wir gegen den roten Busch. Bereite dich vor. Können wir nicht darüber reden? Wäre das nicht machbar? Vielleicht? Er verwandelt sich in einen Drachen. Ja, hau du mal zu. Hält's auch ein bisschen mehr aus. Ja, da müssen wir schon ein bisschen gucken vom Timing her. Das ist ja, das ist nicht so langsam, was da passiert. Das war halt auch blöd. Aber Feuer macht die ganze Sache so viel leichter. Und ja, die Heilung ist halt totaler Mist. Ich habe da nur immer das drängende Bedürfnis, alles auf Maximum zu leveln, was jetzt ziemlich blöd wäre, wenn ich jetzt mit der Heilung bis Level 10 weitermache, weil das geht dann auch richtig ins Gold. Aber ich habe halt diesen Zwang, diesen Drang, das auf Maximum zu bringen. Meine Leute, was kann ich denn dafür? Deswegen mal gucken. Ich würde ja schon gern das erst aufs Maximum bringen und dann die anderen Sachen mitnehmen, wenn wir die noch irgendwo finden. Mal gucken. Ich muss sowieso erstmal wieder Gold sparen. Das wird vermutlich noch ein bisschen dauern. So, wir haben jetzt hier Flammenfang. Level 13. Lebenspunkte und Angriffskraft. Das ist doch eine super Kombi. Ich vermute, nicht alle Drachen sind bösartig. Hä? Wie, hä? Du erhältst die Macht des Fliegens. Aktiviere das Symbol, um über das Gestrüpp zu fliegen. Du kannst endlich fliegen. Komm, wir müssen noch immer Drakots Drachen niederstrecken, damit wir deine Schwester retten können. Okay, gut. Level up, Level 55. Ist eine super Sache. Gut, ich hatte mich auch schon gefragt, wie das hier genau funktioniert mit dem Fliegen, weil so gesehen bräuchte man dann ja gar nicht übers Wasser gehen, wenn man einfach fliegen hätte. Aber man muss halt... Man kann halt nur an bestimmten Punkten... Ach nee, okay. Ach so.
Ah, ich komme auch nicht überall rüber. Ach, okay. Ach, so ist das gemeint. Ah, ich kann das doch überall aktivieren. Aber ich komme halt nicht überall rüber. Gut, da wir das jetzt hier gemacht haben, würde ich doch sagen, das ist Level 70. Das machen wir nicht. Wir gehen da erst runter. Knöpfen uns den Drachen vor. Und dann machen wir mit normalen Quests weiter, würde ich sagen. Level 30. Ja, ja gut, wir sind hier gerade. Nehmen wir das doch mit. Was soll's. Die können wir sowieso hier relativ fix umhauen. Alles kein Problem. Gibt auch noch mal ein bisschen XP. Hier haben wir auch noch mal eine Kiste. Ninja-Robe ist jetzt auch nicht so interessant für mich. Gut. Aber ich nehme das hier jetzt auch im Prinzip mit, damit man das dann nicht mehr auf der Karte sieht. Und ich weiß, hey, das brauchen wir nicht mehr machen. Und dann können wir uns auch auf die anderen Sachen konzentrieren. So, hier haben wir noch eine Kiste. Geheimnisvoller Hut. Ja, das ist ja auch total der Knaller. So, dann haben wir die Ruinen hier auch geräumt. Oder da ist aber auch ein Kistensymbol. Die spawnen hier immer direkt wieder. Okay, ja, ja. Ich würde gern... Aha, okay, also muss es doch in der anderen Höhle irgendwo einen Geheimweg geben. Was haben wir denn hier? Rote Stute, Level 21. Ja, ist mehr so... Das sieht so ein bisschen für... Also nach Kampfmagier aus. Gut, dann hätten wir das. Und hier müssen wir dann einfach mal rüberfliegen. Vielleicht irgendwo. Ach, hier. Ach, das war das Symbol. Ja, stimmt. Okay. Alles klar. So, und wenn es geht, ich werde wahrscheinlich den anderen da nicht erst erledigen können, oder? Ich werde direkt Aggro ziehen vom... Nein, das geht sogar. Das war ein bisschen zu weit weg. Genau, dann sind die erstmal weg. Mach mal hier nicht so einen Krawall, Junge. Roll dich. Sieht auf jeden Fall mehr als machbar aus. Gut, dann hätten wir das jetzt auch endlich schon geschafft. Das wären dann alle. Zeit, deine Schwester zu befreien. Dunkelhorn. Sieht ja schon schick aus. Level 10 aber nur. Level 57. Wenn du deine Schwester wieder haben willst, komm und finde mich, wo alles begann. Drakot, ist das nicht etwas zu faul von dir, einfach durch Gedanken mit uns zu sprechen? Also wirklich, lass uns gehen. Gibt's da noch irgendwas? Nee, sieht jetzt nicht danach aus. Gut, dann können wir auch direkt darüber. Ja, das Fliegen ist halt schon so ein bisschen... Ist schon ein bisschen schwach, finde ich. Ein bisschen, ja, gut, Schwimmen ist jetzt auch nicht so spektakulär, aber trotzdem. Ja, hier hätten wir auch noch eine Kiste. Die Drachen sind mir dementsprechend egal. XP sind mir hier auch egalo. Ja, das bringt kaum was. Ich nehme jetzt hier einfach nur die Kiste mit. Was ist denn das? Gentle Bros, okay. Ist auch eine nette Kombination. Leben, Angriff und Mana. Ja, warum nicht? Gut, mit denen halten wir uns jetzt hier nicht auf. Dann würde ich doch auch sagen, wir laufen dann direkt da unten hin und machen soweit erstmal mit der Hauptquest weiter. Das waren jetzt drei Drachen, ne? Ich glaube, er hatte irgendwas von vieren gesagt. Hier war auch noch eine Kiste. Die holen wir jetzt auch nochmal. Wenn schon, denn schon. Dann können wir direkt alles mitnehmen. Und wenn ich nicht aufpasse, fliegt mir hier gleich eine Fliege in den Mund. Verdammt. Ja, ja, jetzt macht man hier nicht so einen Terz.
Level 40, 69 Angriff, 44 Rüstung. Das sieht doch interessant aus. Gut, jetzt ist das Teil auf jeden Fall wieder besser. Dann nehmen wir das doch auch. Mana ist, glaube ich, noch okay. Ja, wir gucken erstmal, was er will. Wir müssen wahrscheinlich eh noch so ein paar andere Quests mitmachen. Level 200. Ja, nee, ich glaube mal nicht so, ne? Gut, hier hätten wir auch noch was zu tun. Level 60. Die geerbte Rüstung, ja. Machen wir erstmal hiermit weiter. Vielleicht tun sich dann auch noch andere Pfade auf. Mal gucken. Hm, das scheint eine Falle zu sein. Ich habe ein echt schlechtes Gefühl dabei. Schon gut. Muahahaha. Wisst ihr noch, wie schwach ihr wart? Nun seid ihr beide so mächtig. Nur dank dir, du Miststück. Jetzt ist die Zeit endlich gekommen. Deine Schwester wartet in der gefrorenen Tatze auf dich. Ist das eine Kneipe? Es kann nicht schaden, vor dem letzten Kampf noch etwas stärker zu werden, nicht? Komm schon, ich kenne den passenden Ort. Wo sollen wir denn jetzt hin? Da hinten, okay. Da waren wir ja auch schon. Mal gucken. Stärker werden ist grundsätzlich nie verkehrt. Das war das, naja, Drachenruhe. Okay, dies ist eine Drachengruft, räumen wir sie erstmal. Level 45 sollte also kein Problem sein, haben wir ja auch schon mal gemacht. Das tut aber schon ein bisschen weh. Roll dich! Roll dich ist der nächste Verwandte von Troll dich. Gut, dann hätten wir das, aber ist ja auch kein großes Problem. Das hat bestimmt da oben mit der Steintafel was zu tun. Wir können dann sowieso rausgehen und zum Dorf laufen, uns da aufs Ohr hauen und wieder hochheilen. Hey, Großfutter, komm schon raus! Hohoho, du hast den Test bestanden. Ich bin draußen. Was? Was ist hier los? Außerdem haben wir gleich auch schon wieder ein Level up. Von daher brauchen wir das vielleicht gar nicht mal. Spiri, dein Freund ist ein ganz mächtiger. Ein Drachenblut, nicht? Ja, Großfutter. Wir müssen wissen, wie wir ihn noch stärker machen können. Ja, ja. Zuerst müsst ihr mehr über die alten Meister erfahren. Folgt mir. Aber da ist ja noch eine Kiste in der Höhle irgendwo. Ja, nee, machen wir nicht. Suchen wir jetzt nicht. Das kostet alles zu viel Zeit, meiner Meinung nach. Wir laufen einfach hier lang und weiter und überhaupt. Level 45, okay. Machen wir erstmal hier mit dem Hauptquark weiter. Und ich glaube, das sollte von den Lebenspunkten eigentlich auch noch... Ja, sollte vielleicht noch passen. Dies, meine Kittykätzchen, ist ein alter Meister. Jetzt willst du mich wo reinlegen? Ich hatte keine Ahnung, dass sie so aussahen. Die Drachenblüter und die alten Meister haben eng zusammengelebt. Hoho. Es gibt eine Ruine in der Nähe. Trefft mich dort, wenn ihr bereit seid. Wenn er schon sagt, bereit seid, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Ja, das war die Ruine da unten. Ja, gut. Gehen wir da doch schon mal direkt hin. Die Antworten, die ihr sucht, erscheinen, sobald alle Monster im Innern besiegt sind. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. So, dann wollen wir mal. Du hast mir so wehgetan, ne? Ja, du hast mir so wehgetan. Das ist halt von da, wo er dann da steht, echt ein bisschen unpraktisch. Weil das da alles sehr beengt ist.
Gut, wir müssen jetzt hier alle besiegen. Ich glaube, ich muss so langsam auch vielleicht ein bisschen mal mehr auf mein Mana achten. Laufen wir erstmal hier rum, holen wir uns die Kiste. Was zum Geier? Kastenhelm. Minus 82 Lebenspunkte. Ja, genau. Nein. Danke, dass wir darüber geredet haben, aber nein. Das Problem ist, wenn ich direkt immer schon den Feuerzauber benutze, dann kann ich halt nicht so oft zuhauen. Gut, das ist mir schon seit einiger Zeit klar, aber der hat ja immerhin noch so einen kleinen Dot-Effekt. Von daher dürfte das dann doch erstmal passen. Oh mein Gott. Du musst schnell sterben. Es passiert nichts. Lass uns wieder nach draußen gehen. In Slow-Mo. Können wir hier... Hier weiß man aber auch nie, ob man da noch woanders hin kann. Das finde ich ja echt so ein bisschen schade. Gut, man weiß anhand des Kistensymbols, da ist noch irgendwo was, aber das kann man halt auch normal so nicht finden. Man muss halt wirklich rumprobieren. Hey, ich habe wieder dieses komische Gefühl. Mounts. Drachenblut entdeckt. Spielt Zugang 3345. Der Drachenkrieg ist vorüber, doch das Problem mit Elios bleibt bestehen. In der Tat, die Drachenblüter sind zu mächtig geworden und Elios, er scheint sich zu weigern, seine Schöpfung wegzuschließen. Elios, dieser Verräter, ich weiß, was er vorhat. Er plant, den Thron für sich zu gewinnen, mit Hilfe seiner Drachenblüter. Dieser Hundesohn! Dann sind wir uns darüber einig? Lasst uns die Nulldimension öffnen. Willkommen in meinem Leben. Das war so eine tolle Vorlage. Dieser Elios, er war ein alter Meister, da bin ich mir sicher. Er schuf also die Drachenblüter? Okay. Hoho, das scheint alles verwirrend zu sein, doch das wird alles bald enthüllt werden. Auf zum nächsten. Hohohoho. Ich ho dich gleich. Gut, dann können wir ja auch direkt weitermachen. Ja gut, ich muss mal gucken, wie das dann halt von den Leveln her passt. Ob die später... Ich weiß halt auch nicht, wie lange das hier noch geht. Von daher, ob ich mir dann noch die anderen Sachen hole oder nicht. Wenn ich sie brauchen würde, weil ich irgendwie nicht weiterkomme, dann würde ich mir halt die Sachen nochmal schnappen. Und vermutlich offcam, weil das kann teilweise dann auch ein bisschen länger dauern. Das an die Kisten dann zu suchen, je nachdem. Schauen wir mal. Du weißt, wie es läuft. Hoho. Level 50. Gut, das können wir auch noch machen, würde ich sagen. Sollte definitiv machbar sein. Eieiei, das ist natürlich super doof, wenn die da alle zuhauen. Ich will halt auch nicht die ganze Zeit hier Mana benutzen, weil dann habe ich keins mehr. Ach, das sind alles solche Typen. Zum Glück nervt der Schaden nur. Und macht nicht so viel Schaden, der Schaden. So, die Kiste. Jetzt komm, hier mal wieder was für mich. Samyaurai-Katana. Minus 60 Mana. Okay, das ist nicht unbedingt für mich. Ah, verdammt, das ist natürlich auch richtig doof, wenn man da gleich von mehreren Sachen getroffen wird. Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte den vorher erledigen, aber das hat jetzt nicht so gepasst. Das wäre ein normaler Ausgang, um wieder nach oben zu kommen. Ansonsten gibt es hier unten noch was. Ich schnapp mir jetzt erstmal hier den Eisdrachen. Roll dich. Das ist halt doof.
Gut, aber sollten wir trotzdem hinbekommen. Ich muss halt hier überall... Ich sehe jetzt auch nicht, warum man Sachen nehmen sollte, die sehr viel Minus-Mana geben, weil man braucht die ja eigentlich auch sehr oft, würde ich mal behaupten. Gut, man könnte dann halt immer wechseln, aber das ist ja auch irgendwie blöd. Ich habe dann eigentlich lieber so Standardausrüstung. Weil es gibt ja auch nichts hier, was Mana-Regeneration gibt. Also mehr Mana-Regeneration. Level 54. Ja, ist, glaube ich, okay. Wir können mal eben schauen. Na, ich bleibe lieber bei ein bisschen mehr Angriffskraft. Jetzt müssen wir hier ein bisschen gucken. Lass uns nach draußen gehen. Schnell! Ja, ja, nur keine Hektik. Und ich weiß, dass das nur 1 XP-Kugeln waren. Ich musste die jetzt aber trotzdem einsammeln. Mach dich für eine Aufzeichnung bereit. Ich hätte jetzt drauf getippt, da passiert was anderes, wenn er das schon so sagt. Drachenblut entdeckt. Spielzugang 4729. Ist das Drakot? Meister Elius wurde betrogen. Sie haben Meister Elius in die Nulldimension gesperrt. Wie können wir ihn retten? Macht. Wir werden mehr Macht brauchen. Vielleicht bist du schon mächtig genug. Drakot ist also auch ein Drachenblut. Oh. Das war die letzte Aufzeichnung. Hoho. Großvater gibt dir ein paar leuchtende Fragmente. Drachenscherben. Deshalb kamen wir hierher. Bring sie zu KitKat, um eine besondere Waffe daraus zu machen. Oh, jetzt wird's interessant. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Hohoho. Das sieht doch echt gut aus. Mann, Entschuldigung. Wow. Das hat jetzt aber gekratzt im Hals. Bin ich doch echt mal gespannt, was wir denn für eine besondere Waffe bekommen. Ich hoffe nicht, dass das nur irgendwie eine Waffe hier für, ja, den großen bösen Endgegner ist oder sowas, sondern generell eine gute Waffe. Hey Leute! Der Spruch kommt mir irgendwie bekannt vor. Was kann ich heute für euch Kätzchen tun? Wir brauchen eine Waffe, um die Schwester meines Katzkollegen zu retten. Du gibst Kit die Drachenscherben. Drachenscherben? Wo habt ihr Fällchen die denn herbekommen? Oh, ich könnte damit großartige Dinge machen. Ihr Kätzchen kommt später zurück, okay? Dann werde ich etwas Fantastisches für euch haben. Jetzt können wir wirklich deine Schwester retten. Doch dann werden sich unsere Wege trennen. Ich werde unsere gemeinsame Zeit wirklich sehr vermissen. Aber keine Angst, ich werde immer über dich wachen. Denn dafür sind Schutzgeister nun mal da. Hey Kätzchen, alles erledigt. Nehmt es mit, solange es noch heiß ist. Na, wie fühlt sich das in den Pfoten an? Drachenfluch? Level 1? Okay. Minus 30 Lebenspunkte. Ja, total toll. Und es kann immer noch viel stärker werden. Weil ihr Fähigchen das ja so haben wollt, habe ich eine Quest auf meiner Tafel mit allen Einzelheiten aufgehängt. So. Dann geht's jetzt los, Katzkollege, zur gefrorenen Tatze. Aber bevor wir damit loslegen, würde ich sagen, das verschieben wir erstmal auf nächstes Mal. Ich mache da wieder hier ein Nickerchen zum Speichern. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.